Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kick Show. Es ist übrigens die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Am 1. Juli treffen im Sportpark am Kaulbachweg eine Auswahl der MZ-Kickers und der SSV Jahn Regensburg aufeinander. Die MZ-Kickers sind eine Mannschaft, die Sie, die User der Mittelbayerischen Zeitung und von mzkick.de zusammengestellt haben. Jetzt haben die Jungs zum ersten Mal trainiert. Es ist schon eine bunte Truppe, die Trainer Carsten Wettberg unter seine Fittiche genommen hat. Aus der ganzen Oberpfalz sind die Spieler der MZ-Kickers nach Regensburg gereist, um beim ersten Training dabei zu sein. Bei den zwei Trainingseinheiten werden nicht nur Pässe, Flanken, Dribbling, Zweikämpfe und Abschlüsse trainiert, sondern in einem großen Maße auch der Mannschaftsgeist geschürt. Ja, also ich glaube, dass am Anfang jetzt schon eine gute Stimmung ist. Wir haben eine schlagkräftige Truppe und wir schauen, dass wir da alles geben werden, um so lange wie möglich dagegen zu halten. MZ-Kickers-Trainer Carsten Wettberg sieht durchaus Potenzial in seinen Spielern. Der erste Eindruck ist in Ordnung. Wir haben einige sehr gute Fußballer dabei, einige, die noch leichte Probleme haben, aber das ist auch völlig korrekt. Es ist ja von der A-Klasse bis rauf im BOL sind Spieler dabei oder einer, zwei, die sogar noch höher gespielt haben. Das merkt man natürlich. Ne? Und daraus eine Mannschaft machen, ist durchaus interessant. Wie sich die MZ-Kickers gegen den SSV Jahn behaupten werden, können Sie live am 1.7. im Sportpark am Kaulbachweg miterleben. Die Veranstaltung am 1. Juli ist eine Benefizveranstaltung, der Reinerlös wird gespendet. Alle Zuschauer, die im Stadion sind, können etwas gewinnen, und zwar einen Mazda 2 von Mazda Schindelbeck. Also, Sie sehen, ein Besuch lohnt sich. Unser Sidekick am heutigen Tag beschäftigt sich mit einem Fußballturnier der ganz besonderen Art. Auf dem Sportgelände der Uni Regensburg fand das Kuno-Fußballturnier zugunsten des VKKK statt. Insgesamt 9 Teams spielten gegeneinander. Doch hier ging nichts ums Gewinnen, sondern ums Spenden. Pro Team kamen schon 60 Euro Startgeld zusammen. Dazu kam noch ein Verpflegungsstand. Und ihr die Kinder auf der onkologischen Station liegen, können ihre Eltern im Elternhaus übernachten. Das ist die eine Möglichkeit. Dann zum Beispiel fördern wir auch durch Personalstellen. Wir finanzieren die Silvia Eibelmeier, das ist die Psychologin von der Onkostation. Meine Stelle als Spiel- und Musikpädagogin wird finanziert. Wir machen im Nachsorgebereich vieles, das heißt, wir machen Ausflüge mit den Kindern alleine, mit ihren Familien. Auch Bürgermeister Joachim Wohlbergs freute sich über dieses Ereignis. Vor allem feuerte er die Mannschaft des Teams Bananenflanke an. Er selbst betonte, dass so Spenden auch Spaß machen kann. Man weiß, wie Krebs alles verändert, nicht nur das Leben des Betroffenen, das natürlich hauptsächlich, sondern auch all das, was drumherum passiert, diese tödliche Krankheit, dann lohnt es sich, sich dafür zu engagieren, weil alles andere dann wichtig wird. Und dass heute so viele Fußballer unterwegs sind und da mitmachen, das finde ich klasse. Die könnten heute auch was anderes machen, als in der Hitze Fußball zu spielen. Die machen das für die gute Sache und das finde ich toll. Auch weitere Prominenz war vertreten. The Biggest Loser Jack spielte für das Team Bananenflanke und schlug sich nicht schlecht. Ich engagiere mich grundsätzlich für soziale Einrichtungen, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht. Und über Facebook sind wir uns dann praktisch aneinander gekommen und dann haben sie mich gefragt, ob ich Zeit habe. Ich habe gesagt, wenn ich da keinen Termin habe, keinen anderen, dann bin ich gern dabei und unterstütze die Sache natürlich, weil, wie gesagt, für gute Zwecke bin ich eigentlich immer zu haben. Auch die Kleinen hatten ihren Spaß und durften spielen. Hier machen sie es schon wie die Großen. Bei der Siegerehrung wurden die Gewinner, das Team Bananenflanke, mit einem Kasten Bier und den wichtigsten Teilen eines Fußballsiegs, mit dem Ball und einem Pokal belohnt. Die Mannschaft ließ sich das Feiern nicht nehmen und schon bald regnete es Bier. Letzten Endes war das Fußballturnier nicht nur ein Erfolg für die Spendenprojekte, sondern auch ein Spaß für alle Teilnehmer. Bei unserem letzten Gewinnspiel gab es 2 Karten für das Supercup-Match FC Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Münchner Allianz Arena. Wer nach München fährt, das sehen Sie unten eingeblendet. Der FC Bayern München Fanclub Nappburg spendiert die beiden Karten und fährt sie zur Allianz Arena und wieder zurück. Jetzt kommen wir zum SSV Jahn Regensburg. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, die Bauarbeiten in und um die Mannschaft herum und auch die Arbeiten im Jahnstadion.
Sportlich ist der SSV Jahn Regensburg aufgestiegen. Nun gilt es, das Jahnstadion zweitligatauglich zu machen. Bei einer Pressekonferenz wurden einige Details rund um die Bauarbeiten bekannt gegeben. So betonte Bürgermeister Gerhard Weber, dass die Stadt Regensburg, die Eigentümer des Jahnstadions ist, in ihr eigenes Objekt investieren wird. Die Stadt wird insbesondere die Sicherheit im Stadion herstellen. Alles, was nach dem neuen Sicherheitskonzept erforderlich ist, insbesondere Fluchtwege, Zaunanlagen, Fluchttore und Ähnliches, wird die Stadt übernehmen. Und das wird ungefähr 280.000 Euro kosten. Zusätzlich werden etwa 136.000 Euro in einen neuen Rasen investiert. Der alte hätte ohnehin erneuert werden müssen. Außerdem konnten Teile des alten Rasens etwa für den Stadtpark genutzt werden, womit man wiederum Geld gespart habe, so Weber weiter. Knappe 420.000 Euro wird die Stadt also in den Stadionumbau investieren. Der Jahn kann da noch keine genauen Angaben machen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn wir natürlich von Investitionskosten sprechen, beispielsweise bei der Rasenheizung. Wir sprechen auf der anderen Seite von Mietkosten, beispielsweise bei der Zusatztribüne. Auch und die Kameratürme, die zusätzlichen, werden wir anmieten müssen. Das sind teilweise Mietverträge auf mehrere Jahre. Wir sprechen natürlich über zusätzliche Betriebskosten durch Notstromaggregate, durch die Rasenheizungsheizcontainer. Deswegen ist es natürlich schwierig, das konkret in eine Summe zu packen, weil man es natürlich auch vor dem Hintergrund mehrere Jahre sehen muss. Insgesamt, so Baumeister weiter, werde die Stadt rund ein Drittel, der Verein rund zwei Drittel der Kosten tragen. Bis Anfang August müssen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein, dann beginnt nämlich die Zweitligasaison. Bis dahin wird im Bereich der Stehplätze eine Sitzplatztribüne entstehen. Außerdem wird der Pressebereich ausgebaut, die Sanitäranlagen erneuert, Kabinen vergrößert, die Beschallung verbessert. Viel Arbeit für die kurze Zeit, aber die Verantwortlichen zeigten sich optimistisch. Am 14. und 15. Juli gibt es am Jahnplatz in Bad Kötzting ein Straßenfußballturnier, der mittelbayerische Streetkick, jeweils von 10 bis 15 Uhr für alle Jungen und Mädchen, auch Nicht-Vereinsfußballer ab Jahrgang 96. Ein Team besteht aus 3 Spielern plus 2 Auswechselspieler und es gibt tolle Preise für die Sieger. Anmeldeformular auf www.mz-kick.de. Bewerbungsschluss ist der 8. Juli. Unser Interviewpartner am heutigen Tag ist Oskar Corociano. Er ist der neue Trainer des Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Jetzt sind Sie die ersten Tage schon in Regensburg. Wie ist es denn in Regensburg? Gefällt es Ihnen? Wie haben Sie sich eingelebt? Ja, ich bin schon ein paar Tage hier und konnte mir leider noch nicht einen Überblick über die Stadtmitte und Umfeld machen. Aber es ist sehr viel Grünfläche da, das weiß ich, das habe ich gesehen. Und wir waren natürlich auch jetzt, nachdem alles geklappt hat, in die Vorbereitung sehr involviert, um da jetzt heute einen guten Saisonstart zu haben. Das Training hat begonnen. Was macht die Mannschaft denn für einen Eindruck? Ja, was sehr gut ist, dass alle an Bord waren, die jetzt erstmal Vertrag haben. Und klar, ein Eindruck ist, es ist eine junge Mannschaft bis jetzt. Und wir werden ja punktuell ja noch den einen oder anderen dazu holen, das ist klar. Und die Stimmung ist gut von den Spielern, vor allem die auch schon hier letztes Jahr und diesen Aufstieg, den sensationellen Aufstieg geschafft haben. Also die Stimmung ist einfach gut. Zwei Spieler sind jetzt schon ganz kurzfristig neu dazugekommen. Ja, das ist einmal der Koray Altinoy und Marius Müller. Das sind zwei junge Spieler, die natürlich da auch rangebracht werden an die zweite Liga. Und dann müssen wir gucken, wie die sich natürlich da auch schlagen. Also eher Perspektivspieler. Ja, absolut. Wie viele erfahrene Zweitligaspieler, wie viele alte Haudegen kommen denn noch? Wie viele brauchen Sie? Ja, das ist klar, dass wir die Mannschaft noch verstärken möchten und das auf eine Zahl wollen wir uns dann nicht festnageln lassen, aber das sind 4 oder 5 Neuzugänge, wollen wir schon begrüßen. Es gibt etliche Vorbereitungsspiele, unter anderem spielt man gegen den Bundesligisten FC Augsburg, das ist natürlich besonders reizvoll.
Ja, natürlich. Der Markus Weinziel, der hier hervorragende Arbeit geleistet hat, ist jetzt dort Trainer in Augsburg und es ist natürlich ein schönes Wiedersehen. In der Vorbereitung für uns ist es natürlich ein schöner Härtetest. Ein Teil der Vorbereitungsspiele steht, aber ich glaube, es gibt auch noch einen besonderen Höhepunkt, so einen Härtetest. Ja gut, Augsburg ist schon ein guter Höhepunkt und natürlich wollen wir zum Abschluss oder im letzten Testspiel der Sommervorbereitung wollen wir dann nochmal einen höherklassigen Gegner präsentieren, eventuell damit wir dann auch gut gewappnet ins erste Spiel dann reingehen. Höherklassiger Gegner heißt aus der Bundesliga nochmal jemanden? Ja, das muss man mal abwarten. Sind Gespräche und es ist noch nicht definitiv, ob das auch vielleicht aus dem Ausland ein Erstligist wird oder hier aus der Bundesliga. Muss man gucken, Nachbarn aus Tschechien oder aus Österreich, da steht noch nicht fest, definitiv. Ihr Ziel, Ihr persönliches Ziel für die zweite Liga? Ja, mit dem Aufstieg die Aufgabe ist ja ganz klar, ist der Klassenerhalt und Das wissen wir von Anfang an und das ist eben unser Vorteil und darauf arbeiten wir hin, jeden Tag. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück beim SSV Jahn Regensburg, dass Sie sich wohlfühlen in Regensburg und dass es klappt mit dem Ziel Klassenerhalt in der zweiten Liga. Mit diesem Interview verabschiedet sich die MZ Kickshow in die Sommerpause.